Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier eine wunderbare Disney Treasures Box für euch. Komm, lass es uns gemeinsam machen. Ja, gut. Hier, ne? Disney Box und so. Ever After Castle von Februar 2018. Ne? Die Boxen sind ja jetzt eingestellt, es wird keine neuen mehr geben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die letzte ist oder ob noch eine kommt. Das ist aber nicht komplett eingestellt, nicht wundern. Die Boxen kommen zurück, nur halt über Retailer. Das heißt, es wird dann zum Beispiel beim Toys R Us welche geben. Ne, da wahrscheinlich nicht. Aber bei Hot Topic oder so. Ne? Und ob die dann nach Europa kommen. Funko hat es mir ja versprochen, aber... Ne? Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. So, obendrauf liegen zwei Sachen, die wir aus den ganzen Boxen schon immer kennen. Die sind hier diesmal sehr lose, deswegen kann ich sie euch wunderbar zeigen. Wir haben hier einmal Lumiere als Patch. Die Patches ergeben ja irgendwie übers Jahr dann irgendwie einen Kreis oder so und vielleicht auch irgendwas in der Mitte. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall ergeben die immer einen Kreis, ne, wenn man die so aneinander macht. Und dann kann man sich hinten auf seine Gangjacke, ja, weil das ist ja die Disney-Gang, ne, da kann man sich dann hinten schön so sagen, ja, also ich bin hier... Ne, Member und so. Gut. Dann haben wir hier den Pin. Der Pin ist auch immer extremst niedlich. Hier haben wir jetzt Donald und Daisy als Pop-Varianten sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Arme zu kurz, Tisch zu breit. Ne, was ich witzig finde an den Disney-Pins, das habt ihr vielleicht noch nie gesehen. Schaut mal. Könnt ihr das sehen? Ne, das Ding, was hinten dran ist, um den Pin festzuhalten, ist tatsächlich in Form eines Mickey-Maus-Kopfes, was ich persönlich total großartig finde. Das sind so kleine Details. Fantastisch. Also, Pin und Patch haben wir schon mal abgearbeitet. Dann gucken wir mal rein. Oh, ja. So, bleibt da, Box. Das Erste, was ich hier rausholen kann, ist der passende Sticker. Der ist auch eigentlich immer grundlegend mit dabei. Ne? Ever After Castle. Sehr schön. Und was haben wir dann hier noch so drin? Wir haben hier, ich fange mal mit den kleineren Sachen an. Oh, das finde ich mega süß irgendwie. Das ist ja mega süß. Also das ist Tim und Struppi, wollte ich schon sagen. Komme ich auf Tim und Struppi, wegen Struppi. Ne? Strolchi heißt der aber. Da bin ich ja völlig falsch. Ey, ja. Hm? Ich muss, glaube ich, nochmal die ganzen alten Disney-Filme alle gucken. Ne? Gerade hier die Lady and the Tramp. Susi und Strolch, ne? Mit der Nudel und so. Ne? Schön ist die Nacht und so, ihr kennt das. Na, und die gibt es hier als Pocket Pop 2-Pack, das ist auch was ganz Neues, das gab es vorher noch nie. Pocket Pop 2-Pack, ne, mit den beiden hier so zusammen in einem 2-Pack als Pocket Pops, finde ich total süß. Sowas ist natürlich auch geil für Pärchen, ne? Ne, er kriegt dann den Strolch oder umgekehrt, ne, und sie kriegt dann die Lady und dann haben sie halt, ne, wenn sie sich dann treffen im italienischen Restaurant, dann, ja, nee, gut. Finde ich aber total süß, also das ist wirklich was Neues, was es vorher so in dieser Form noch nicht gab. Gefällt mir gut. So ein 2-Pack und das sieht, die sehen auch echt beide gut aus. Gefällt mir. Finde ich gut. So, was haben wir denn hier noch? Leider hat es die Disney-Box ja nie geschafft, ein T-Shirt reinzupacken. Ne? Ich bin ja immer ein großer Fan von diesen T-Shirts. Leider haben die da nie was drin. Aber diesmal sind auch keine Socken drin oder sonst irgendwas. Ich kann euch aber einen Mystery Mini anbieten, wenn ich mal behaupten darf. Ne? Wir schauen hier mal rein. Guck mal, ne? Ihr seht erstmal die Dose. Das finde ich auch total gut, dass in den Boxen die Mystery Minis immer in diesen Dosen kommen. Ich persönlich würde auch viel lieber 8 oder 9 Euro für einen Mystery Mini ausgeben, wenn der denn in so einer Dose käme. Also sollten die vielleicht immer machen. Schaut mal oben drauf, das ist doch herzallerliebst. Ne? Total geil. So, ich mach das Ding mal ab. Schön ist die Nacht. Jetzt hab ich einen Ohrwurm, ey. Verdammt nochmal. Warum fange ich mit sowas an? Nein. Na gut, wir gucken mal, wir gucken mal. Komm, wir gucken mal. Wer ist drin in der Dose? Das schwarze Phantom. Nein, es ist... Kennt ihr das schwarze Phantom? Einer meiner Lieblingsgegner. Ich hatte mal eine Hörspielplatte, ne, mit einem Fall von Mickey Mouse und Goofy und da war das schwarze Phantom der Gegenspieler. Alter Schwede. So scary. Ne? Aber ich fürchte fast, es ist nicht das schwarze Phantom, weil es ist nur eine schwarze Tüte. Da drin befindet sich in mehreren kleinen Teilen und offensichtlich nicht mehr ganz heil. Ziemlich kaputt sogar. Leider, muss man ja dazu sagen. Ja, das kannst du vergessen. Ne? Da kannst du nicht mal kleben, das Ding. Also... Würde ich zumindest, ja, man könnte es kleben, aber ne, gut ist das nicht. Leider Gottes. Schade. Das ist schade. Also da müssen sie echt mehr aufpassen. Ne? Ich meine, die Boxen, die haben einen weiten Weg hinter sich, aber
Na, da, ich meine, da kann letzten Endes keiner was für, außer der Hersteller. Ne? Der Hersteller ist daran schuld, weil der verpackt die halt einfach nicht ordentlich genug. Ne? Diese Tüte mit der Figur ist zu klein und das schlackert hier hin und her. Und wenn sie dann solche filigranen Teile hier dran machen, ich meine, guckt euch das mal an. Ne? Und das Ding ist hart. Das ist nicht ein weicher Schwanz. Was ihr wieder denkt. Nein, der Schwanz ist halt hart. Ne? Der ist richtig fest, der ist nicht flexibel. Und der kann halt dann nur abbrechen, ne? Da müssen sie halt ein anderes Material dann für nehmen. Ne? Und die Blume oben, dass die jetzt abgerissen ist, finde ich echt, das finde ich echt schon schwach. Weil, ne, die hat halt einfach keinen Halt. Hier seht ihr das, die gehört hier oben hin. Ne? Und die ist wirklich winzig und ist nur an so einer Mini-Stelle fest, anstatt dass sie die da ins Molding einsetzen und etwas größer machen. Hm. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Ne? Die Minimaus selber sieht wirklich schön aus. Ne? Aber in dieser Variante in kaputt ist die natürlich nicht zu gebrauchen. Schade. Ich versuche gar nicht erst den Kopf zu drehen. Das sollte theoretisch auch funktionieren. Ansonsten ist sie sehr niedlich geworden. Also niedlich ist sie, finde ich sehr, sehr süß, aber ne, es ist halt kein Bausatz. Ne? In drei Einzelteilen, das darf eigentlich nicht sein. Ne, ist der Hersteller schuld. Ich hoffe, die sind nicht alle im Eimer. Ne? Und wünsche euch viel Glück, wenn ihr dann eine dieser Boxen bekommen habt, dass eure heile ist. Die hier ist es nicht. Leider. Ich packe das Ding wieder weg. Schande, Schande, Schande. Warte, wo ist richtig? So ist richtig. Ne? Obwohl, so doll wackelt das gar nicht. Das ist eigentlich, ist das blöd, dass das Ding kaputt ist. Hätte nicht passieren dürfen, ne? Naja, gut. Schwamm drüber, ne? Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu kleben oder, ne? Da, wo ihr sie her habt, kriegt ihr dann vielleicht auch Ersatz früher oder später. So, und dann kommen wir zu dem Highlight im Prinzip, zu einem richtigen Highlight für viele Leute. Und viele haben es schon geahnt im Vorfeld, ne? Das Tupac zu Ariel und Erik, dem Prinz, ne, als Hochzeitsgesellschaft sozusagen. Die sind gerade am Heiraten. Ne, fehlt nur noch der alte Priester mit dem, ihr kennt das, ne, ihr wisst, was der hat. Ne, unten das Knie. Hm, guckt mal genau hin. Seht euch die Szene mal nochmal genau an, wenn die beiden heiraten. Was mit dem Priester ist. Nein, aber das ist ein wirklich schönes Set. Also es ist eine wirklich wunderhübsche Ariel und ein wunderhübscher Erik. Und wie immer zeige ich sie euch natürlich. Keine Frage. Dann fangen wir direkt mit dem Erik an. Ne? Erik der Prinz gab es in dieser Form bis jetzt noch nicht. Viele Leute haben gesagt, oh, endlich kommt Erik. Endlich ein wunderbarer Erik. Ariel kann bleiben, wo sie ist. Ich will nur Erik. Ne? Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt halt nur dieses Tupac momentan. Ne? Erik im Hochzeitsdress. Sieht aber schön aus. Also wirklich schön. Ne? Und er hält die Hand auch so, dass er sie an die Hand nehmen will. Finde ich sehr cool. Ne? Haben sie gut hingekriegt. Ist ein schöner Pop. Ne? Und dazu natürlich wunderhübsch. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Das sieht ja richtig cool aus. Das wusste ich gar nicht, das habe ich so gar nicht gesehen vorher. Obwohl, naja, das hätte man auch noch schöner machen können. Aber gut, von vorne sieht man es nicht. Normalerweise ist das ja immer so, dass man sagt, hol den Pop mal aus der Box, damit du auch von hinten siehst, wie schön er ist. In diesem Falle haben sie es von hinten nicht so schön hingekriegt. Ich bin am Meckern, das tut mir leid. Eigentlich will ich das gar nicht. Die Box ist an sich nämlich echt super toll. Na, nur Funko hat mal wieder geschlampt. Die Umsetzung ist halt wieder mal relativ miserabel. Na, ein kaputter Mystery Mini. Und das hier, naja, gut, stabil ist es, aber das ganze Ding ist halt nicht schön gemacht, zeige ich euch aber gleich. Von vorne, wunderhübsch, ein Traum. Ne? Eine wunderhübsche Ariel, wie sie da steht, die Arme so ein bisschen ausbreitet und sagt, ne, Erik, nimm meine Hand, wir wollen heiraten. Ja, so war das damals in dem Film. Ne, zu dem Zeitpunkt konntest du dann ja auch schon wieder sprechen. Spoiler-Alarm, ne? Das wisst ihr alle, kommen wir auf. Ne? Und dann siehst du das von vorne, sieht es echt toll aus, ne, mit dem, ja, mit dem Schleier, der dann so durchsichtig ist, das sieht echt super aus. So, und dann drehst du die Figur auf die Rückseite und denkst, was ist denn da los? Ne, da hast du zum einen hier diesen Schnitt, was total bescheuert aussieht. Also wirklich, das siehst, du siehst das und denkst, ne. Ne, und hier oben dann diese Druckpunkte, wo man denkt, was soll das denn? Haben sie ihr den am Kopf festgetackert? Arme Ariel. Kein Wunder, dass sie zwischendurch nicht sprechen konnte, wenn sie ihr da irgendwas ins Gehirn tackern. Naja gut, also von hinten eher pfui, ne, aber zum Glück stellt man Pops ja meistens in die Richtung ins Regal. Ne, von vorne wirklich wunderschön. Ne, und mit dem Erik zusammen, das ist dann halt auch schon, ne, falsche Seite, so müssen die natürlich. Ne, das muss dann hier so, da, 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 da. Ich glaube, man kann die aber gar nicht, guck mal, das finde ich auch schon wieder toll. Wenn du die ganz dicht beieinander stellst, ne, können die sich noch nicht mal an der Hand nehmen. Das ist halt der Nachteil bei Großkopffiguren. Großkopffiguren. Ja. Finde ich aber trotzdem schön. Also das Set ist wirklich süß. Die beiden sehen echt toll aus. Ne? Also da kann man nicht schimpfen. Das ist, ne, bis auf, wie gesagt, die Verarbeitung ist mal wieder nicht so tolle. Ne? Zur Not stellt man sich das halt so ins Regal. Nur die Box mit der Rückseite, das sieht wunderschön aus. Ne, vor allen Dingen auch hier. Ich finde das halt wirklich auch wunderschön. Das könnt ihr wahrscheinlich sogar rausnehmen. Genau.
Das kann man hinten rausnehmen, ich lasse es jetzt mal drin, aber ihr könnt hinten zum Beispiel dieses Bild rausnehmen, ne? Und wenn ihr euch die zwei ins Regal stellt, habt ihr gleich ein Diorama dazu. Also ich meine zumindest ein optisches Diorama. Ne? Weil da hinten, ihr seht das, ist dieses Schloss da abgebildet, es sieht echt super toll aus, das könnt ihr dann einfach nehmen. Ne? Finde ich dann auch schön für Out-of-Box-Sammler. Sollte man grundlegend so machen. Warum haben Pops nicht immer so einen Hintergrund? Ne? Das, die graue Pappe dahinter, das muss ja nicht sein. Ja, gut. Genug geschimpft. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob noch eine Box kommt. Ne? Wenn ihr so eine Box haben wollt, dann müsst ihr mal in die Funko-Sammelkiste eintreten und einfach mal nach Dominik Titus fragen. Der kann euch da helfen. Ne? Ich habe diese Box hier zeigen können, dank dem Dominik und dank natürlich der Marina. Vielen Dank an dieser Stelle. Ne? Das ist ja deine Box. Die wird jetzt dann auch alsbald weitergeschickt an dich. Ja, da müssen wir uns aber nochmal unterhalten. Ne? Das soll natürlich so nicht sein. Da werde ich dich nochmal an den Dom weiterleiten, dass ihr das klärt, was mit dem Ding passiert. Aber das ist halt nun mal so. Ne? Er kann da ja auch nichts dafür. Gut, was soll ich sagen? Coole Box eigentlich. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Ne? Ihr Disney-Fans steht ja immer total auf diese Boxen. Ne? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, einen Daumen nach oben dalasst und ja, nächstes Mal wieder anschaltet. Den Baulärm ignorieren. Das ist einfach so. Alles klar. Ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Tschüss.